Hallo Leute, hallo zusammen. Ja, nach langer Zeit mal wieder ein kurzes Video. Und zwar geht es heute um das Thema Luisa Neubauer, der deutsche Abklatsch von Greta Thunberg, die schwedische Naturretterin, ja, die ja auch mit geteilter Meinung gesehen wird. Und es geht auch um die Fridays for Future Proteste. Ich möchte dazu einfach heute mal Stellung nehmen, weil das Ganze irgendwo ausufert und ich denke, man muss da auch mal einen kleinen Kontrapunkt setzen, wenn man genauer darüber nachdenkt, über die ganze Materie. Ja, zunächst mal zu Luisa Neubauer, die in sehr vielen Talkshows präsent ist, aber grundsätzlich keinen Bock drauf hat auf ihr gestellte Fragen näher einzugehen, beziehungsweise die Sache mal zu erörtern, zu erklären. Und sehr zickig wirkt, was jetzt nicht so wirklich Sinn und Zweck dieser Übung sein sollte, weil wenn man ein Ziel verfolgt, sollte man schon bereit sein, das Ganze auch in Wort und Form zu fassen. Ja. Wer protestiert momentan? Es ist unsere Jugend, die fleißig Schule schwänzt, wird mal toleriert, mal nicht toleriert. Ich bin zuerst, als diese Proteste anfingen, habe ich gedacht, so, nee, klar, macht Sinn. Warum Strafen aussprechen? Aber mittlerweile ist daraus ein Algorithmus des Schulschwänzens geworden. Ob alle Beteiligten da tatsächlich Interesse an der Umwelt haben oder einfach nur keinen Bock auf Schule, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, diejenigen, die protestieren und auch Frau Neubauer, haben mit Sicherheit, die Dame ist 22, wenn ich mich richtig entsinne, die hat ja früher bestimmt auch ein Kinderzimmer gehabt, das im Winter wohlig warm geheizt war. Thema CO2-Ausstoß. Ich denke mir mal, sie hatte auch Barbie-Puppen oder andere Spielzeuge aus Plastik und Kunststoff, so wie die Jungs auch, ja, ihre Actionfiguren etc. Ja, Thema Plastikmüll. Zu Karneval sind natürlich die Kinder mit ihren Eltern zu den Umzügen gefahren oder gegangen. Und da wurden Bonbons geworfen, natürlich alle einzeln verpackt. Thema Plastikmüll. Ja, und wenn man sich das Schuhwerk der Protestierenden anschaut, findet man mit Sicherheit auch Schuhe mit Nylonnetz, ja, diese Jogging-Schuhe. Sohle aus Polyurethan. Und Nylon und Polyurethan sind keine biologisch abbaubaren Kunststoffe, sind Synthetikstoffe, die. Ja, die Umwelt auch belasten. Dann, da diese Menschen noch sehr jung sind, fahren die natürlich mit der Bahn. Ja, man will ja umweltschonend fahren. Ja, die Bahnen fahren aber mit Strom und Strom wächst nicht auf Bäumen. Die Stromerzeugung kostet sehr viel oder belastet die Umwelt mit CO2. Ja, also das glauben die wenigsten oder wissen es vielleicht nicht. Stromerzeugung ist Umweltbelastung. Ja, so leid es mir auch tut. Worum es mir jetzt eigentlich geht. Ihr Kinder, die ihr alle freitags Forderungen stellt, die teilweise sehr absurd und sehr weltfremd sind, weil die Umsetzbarkeit ja auch so ein kleines bisschen Vorlauf braucht. Natürlich hat man es verschlafen in den vergangenen Jahrzehnten, da gebe ich euch recht, aber von jetzt auf gleich, hoppla hopp, funktioniert es nicht. Andere Dinge sind aber auch wichtig, ja? Plastikbesteck, Einzelverpackungen für Bonbons, für. Ja, da könnte man jetzt auch sagen, das sind Sachen, die sind einfach, die sind wichtig, dafür sprechen wir uns auch aus, aber momentan hat sich die ganze Fridays for Future Geschichte etwas verselbstständigt und es weiß momentan eigentlich niemand so genau,
worum geht's noch? Und ich glaube, wenn man euch einzeln befragen würde, bekäme man auch keine klare Antwort. Das heißt, es wäre dieses Geleiere von einer Frau Neubauer, die immer schön um den heißen Brei herumredet, aber nicht mal einen Punkt landet. Fakt ist aber, ihr alle seid wohlbehütet aufgewachsen, mit einem warmen Kinderzimmer, mit Spielsachen, euch wurden Wünsche erfüllt, die alle umweltbelastend sind. Und Frau Neubauer, in ihrer Kindheit ging es wahrscheinlich nicht anders. Ja? Das heißt, ja, es ist im Endeffekt momentan ein kollektiver Arschtritt gegen eure Eltern und gegen alle Eltern, die ihre Kinder fürsorglich großziehen. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Findet ihr das in Ordnung? Wie soll man Kinder großziehen, unter allen Bedingungen, die keinerlei CO2-Ausstoß verursachen, keinerlei Plastikmüll verursachen? Ja, also ihr klatscht euren Eltern eine ins Gesicht und verpasst den Arschtritt und ihr verpasst allen anderen Eltern ebenfalls diese Ohrfeige und diesen Arschtritt. Und meine Frage ist, findet ihr das in Ordnung? Und es wäre schön, wenn sich dieses Video insofern verbreitet, dass ich viele Kommentare von euch in meiner Kommi-Leiste finde, weil es gibt mir schon zu denken. Ja, ich finde, da muss man mal drüber reden. Okay, bis denn. Ciao, ciao.